Du hast es gehört, R2. Das Imperium naht. Machen wir einen Snowspeeder-Start klar und fliegen wir da raus. Ein ganz guter Zustand. Wir können das reparieren. Nicht wahr, R2? Alle Truppentransporter sammeln sich am Nordeingang. Die schweren Transportschiffe werden starten, so wie sie geladen haben. Wir haben nur 2 Geleitjäger pro Schiff. Wir können das Energiefeld nur für einen Teil öffnen. Bleiben Sie also in unmittelbarer Nähe Ihrer Transporter. 2 Jäger gegen einen Sternenzerstörer? Die Ionenkanone wird mehrere Schüsse abgeben, um ihre Flugbahn von feindlichen Schiffen freizuhalten. So wie Sie das Energiefeld hinter sich haben, fliegen Sie direkt zum vereinbarten Sammelpunkt. Verstanden? Imperiale Kampfläufer gesichtet. Echo-Station, reite an. Aufhalten. Die Basis hält nicht mehr viel aus. Wir sind erledigt. Niemand wird uns retten können. Keine Angst, mein Leo. Wir erledigen diese AT-ATs. Du wirst schon sehen. Okay, Jungs, seid jetzt eng beieinander. Wir müssen diese Läufer ins Stolpern bringen. Haken bereit machen. AT-ATs auf uns zu. Du musst sie ausschalten. Zu früh gefreut, Wedge. Mach dich bereit. Weiter so, Luke. Wir könnten das hier tatsächlich überleben. Tu nicht so überrascht. Die Chancen stehen nicht gerade zu unseren Gunsten. Let's go.
Geben Sie das Evakuierungscode-Signal. Warte, ist das Darth Bane? Kommen Sie, es ist aus. Und dann ab zu den Transportern. Lauf um euer Leben! Transporter, sofort starten. Wir erreichen euch nicht mehr. Ich bringe die Prinzessin mit dem Falken raus. Kommen Sie! Aber, wo wollen Sie denn hin? Kommen Sie zurück! Warte nicht mehr länger. Zum Falken. Jetzt sofort. Ist der immer noch im Hangar? Jedenfalls nicht in der Cafeteria. Warum wird immerzu auf mich geschossen? Ich habe so langsam meine Zweifel, was die strukturelle Integrität dieser Basis angeht. Es gibt kein Entkommen. Zwing mich nicht, dich zu zerstören. Auf dem Weg! Wir haben es eilig. Dann wohl lieber nicht erlangen. Das steckt fest. Wir müssen einen anderen Weg nehmen. Wenn Sie gestatten, Sir, ich... Hau rein! Doch nicht so. Gib Gas! Keine Sorge, R2. Wir sind gleich weg hier. Geht schon los. Lichtgeschwindigkeit. Die kommen immer näher. Ach ja? Aufgepasst! Ich hatte bereits bemerkt, dass der Hyperantrieb beschädigt wurde. Wir können nicht auf Lichtgeschwindigkeit gehen! Na toll, aber wir können sie ausmanövrieren. Okay, Chu. Bereit? Festhalten! Es könnte holprig werden! Sehen Sie? Ich bringe uns hier raus. Kein Problem. Uns verfolgen noch immer weitere Teiljäger. Aber weniger als vorher. Das ist doch ein Fortschritt. Wir können hier nicht den ganzen Tag bleiben. Wir müssen diesen Sternzerstörern entkommen. Oh nein! Wir müssen sie davon abhalten, uns zu verfolgen. Also... müssen wir ihre Radarschirme abschießen. Und ihre Türme. Diese Teile haben eine echt große Reichweite. Normale Lasergeschütze können ihnen nichts anhaben. Du musst sie mit einem Protonentorpedo erwischen.
271. Nein, du Pelzvieh, 271. Wollen Sie etwa mitten durch ein Asteroidenfeld fliegen? Die wären verrückt, wenn Sie uns folgen würden. Sir, die Chancen, unbeschadet ein Asteroidenfeld zu durchfliegen, sind... Sag mir nie, wie die Chancen stehen. Ich kann nicht glauben, dass wir das wirklich tun. Das hatte ich heute Morgen auch noch nicht auf dem Plan, Prinzessin. Sehen wir uns das mal an. Entschuldigen Sie bitte, Hoheit. Wo fliegen wir eigentlich? Ich fliege dichter an einen der großen Brocken. Dichter? Dichter? Da, das sieht ziemlich gut aus. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun. Ich hoffe es auch. Alles in Ordnung, R2. Ich nehme nur einen anderen Kurs. Ich nehme Kurs aufs Dagobah-System.